So, unsere Zweitwohnung steht. Aber leider sind auf dem Campingplatz diesmal jetzt sauvoll. Wir waren ja schon mal hier, da waren wir mit die Einzigen. Jetzt ist es ziemlich voll hier. Aber jetzt sind wir hier. Gehen wir mal runter zum Wasser. Nach rund 6 Stunden Fahrt haben wir jetzt unseren Campingplatz erreicht. Wie gesagt, der an dem Goldfischcamp. Leider ist es diesmal ziemlich voll. Jetzt haben wir Wochenende, vielleicht liegt es daran, weil wie wir letztes Mal hier für 2 Tage waren, da waren wir mit die Einzigen. Was wird gehen? Also es ist ja nicht so voll, dass uns gegenseitig welche auf die Füße treten. Aber ich hätte es lieber ein bisschen leerer. Aber ich werde mir jetzt eine Angelkarte für morgen kaufen, weil letztes Mal habe ich hier ein paar schöne Hechte gefangen. Mal sehen, was sich ergibt. Den ganzen Tag heute durch den strahlenden Sonnenschein gefahren, mehr oder weniger. Und jetzt, wo wir spazieren gehen wollen, fängt es an zu regnen. Also beim Autofahren ist mich nicht so gestört. Aber wir haben ja unser Vordach aufgebaut und somit ist das alles gar nicht so schlimm. Also unser Dachzelt ist schon eine schöne Sache, muss ich sagen. So, jetzt machen wir ein bisschen Armbrot mit lecker schwedischem, ganz softes Brot. Und dann gehen wir vielleicht noch eine halbe Stunde angeln. Oder was sagst du dazu? Ja. Ja, hat sie gesagt. Wir haben mittlerweile rausgefischt, warum es heute so voll hier ist. Hier hinten war vor einer Veranstaltung ein Goldwaschwettbewerb mit jede Menge Ringrichter oder Schiedsrichter, wie man das auch immer nennt, und jede Menge Wäscher und Durchsagen. Und langsam hören sie alle auf und packen ihre Sachen ein. Wird dann vielleicht doch noch leerer. Da kann man noch ein bisschen davon sehen. Morgen, Freunde. Wir haben eine eigentlich recht bequeme Nacht wieder verbracht in unserer Dachzelt. Das ist, wie gesagt, eine schöne Sache. Allerdings, Campingplatz hat den großen Nachteil. Hier waren wir ein paar Holländer und die waren, naja, feiert hat hier keiner. Aber man muss doch nicht nachts um 12 Uhr auf einmal das Handy nehmen und draußen mit einem Lautsprecher, also auf Freisprecher nachher ganz laut telefonieren und so ein bisschen. Dadurch haben wir ein bisschen schlecht geschlafen. Aber das soll uns jetzt nicht hindern, dass wir gleich angeln gehen. Jetzt bereite ich hier gerade Frühstück vor. Und dann werden wir mal sehen, ob wir endlich mal ein Hecht fangen. Alle wünschen mir Glück. Mittagessen machen wir heute auf dem Campingplatz hier. Hier gab es genau 2 Gerichte. Spaghetti, Carbonara oder Hamburger mit Pommes. Wir haben uns für Spaghetti entschieden. Dann gut auf den Tiefel, Schatz. Und danach gehen wir eine kleine Runde wandern, aber nichts Großes. Nur eine Viertelstunde vom Campingplatz entfernt haben wir so einen schönen See gefunden. Vielleicht komme ich hier nochmal hier mit der Angel. Kommt man runter ans Wasser? Werden wir gleich mal probieren. Rückweg haben wir Verpflegung. Ja, hier kommt man wunderbar ran. Können wir nachher noch mal, das ist gerade mal kurz nach Mittag, mit der Angel herkommen. Das ist das Schöne, die Angelkarten hier sind immer für ein riesen Gebiet. Also ich darf ja im Umkreis von, ich weiß nicht, wie viel, 40 Kilometer angeln. Schön hier. Von den Schildern haben wir schon einige gesehen, wandernde Kanus. Also wenn man hier wirklich sein Kanu so weit tragen soll, um es ins Wasser zu lassen, ist man aber geschafft. Aber auch wenn es nicht offiziell aussieht, ich gehe jetzt mal die Treppe hier runter. Hier ist so ein, ja, irgendwas mit Energie steht dran. Ne? Und das sieht irgendwie cool aus. Bricht doch noch nicht zusammen alles. Das wäre mal ein Wasserkraftwerk gewesen. Und da unten sehe ich Fische. Und kommen immer noch so eine Schilder mit den wandernden Kanu. Also wenn man hier wirklich lang schleppen soll oder mit einem Wagen oder so, hat man ja schon was zu tun. Ja, am Baum hängt wieder so ein Ding. Oder nee, diesmal ist das. Ich glaube, ein Fisch. Nee, ist doch ein Kajakfahrer.
oder? Ja. Sieht aus wie Wildwasser oder sowas. Da kann man schön Wildwasser fahren, wenn die da die Schleusen noch machen. Oder was es auch immer ist. Hier lang. Schöner Platz. Ach, hier ist ja eine Rutsche. Hier kann man gerade runterrutschen lassen. Ist das cool, ey. So, jetzt sind wir wirklich ziemlich weit schon reingegangen. Nur ein ganz schmaler Single Trail und das finden wir wieder mal ein Taschentuch. Haben die Leute das letzte Video vom Wolkenfänger nicht gesehen? Unglaublich sowas. Wie gesagt, so getan, wir sind schon wieder am Wasser. Hinter mir ist meine Pose. Ich werde jetzt mal richtig mit Wurm angeln, wie so ein alter Plumpsangler, und versuchen dann Fisch zu fangen. Und mein Frauchen sammelt ihr Weile da hinten irgendwo Blaubeeren. Also egal was, irgendwas haben wir nicht zu essen. So, jetzt habe ich wenigstens einen in der essbaren Größe gefangen. Meine Frau hat jede Menge Blaubeeren. Ich versuche noch einen zweiten zu erwischen, wenn nicht, haben wir es einen nur in den Pfanne. Also hier ist schon was dran. Da haben wir heute Abend jeder einen leckeren Fisch. Den werde ich jetzt filetieren, den anderen habe ich nur so praktisch hier aufgeschnitten und aus der Haut rausgezogen. Aber der ist groß genug zum Filetieren. Fährt man an einen Goldwaschbach und hat keinen Spaten bei. Da muss meine Buschkrafttasse natürlich hinhalten. Aber es gibt nichts, was diese Tasse nicht kann. Also ich habe jetzt ein Stück drin, was vielleicht 20 mm hat im Durchmesser. Das polke ich zu Hause raus und filme es mal dann unter meiner Superlupe, die ich habe. Aber es gibt hier definitiv Gold. Nachdem wir Blaubeeren und Fisch gegessen haben und dann noch eine Kleinigkeit, waren wir noch ein bisschen Gold suchen. Und jetzt räume ich schon langsam unser Zeug zusammen, weil morgen früh wollen wir weiter nach Trelleborg. Also wir fahren noch nicht auf der Fähre, die ist ja auch in Trelleborg, sondern eine Nacht noch direkt am Strand da, auf dem Campingplatz. Dann haben wir das übermorgen, wenn die Fähre geht, nicht so weit und brauchen nicht hetzen. Dann ja, können wir den Tag noch so lange genießen, bis die Fähre geht und in einer halben Stunde sind wir dann da. Also fangen wir jetzt schon mal an, hier grob zusammenzupacken. Nach gute 6 Stunden Fahrt haben wir jetzt Trelleborg erreicht. Wir sind hier auf dem Campingplatz angekommen. Ziemlich großer, wo die Wohnwagen in Reihe und Glied stehen. Zum Anfang war ich geschockt, aber wie wir da drauf waren, muss ich sagen, das hat sich doch recht verlaufen. Wir haben jetzt einen kleinen Platz hier vorne auf der Zeltwiese. Müssen das Zelt noch aufbauen, aber erstmal wollte ich natürlich mal die See sehen. Und nachher werde ich mal gucken, wie kalt die ist. Vielleicht geht rein. Und der Vorteil von diesem Platz, den haben wir genommen, hier in Sichtweite, kann man hinter uns gleich sehen, ist schon der Fährhafen. Wir haben dann, wenn wir morgen nach Hause fahren, gerade mal 20 Minuten Fahrt noch. Also mit durch die Stadt und alles. Besser geht's noch gar nicht. Aber bauen wir erstmal das Zelt auf. So, hier ist unser Platz. Wie man sieht, stehen wir ziemlich alleine. Hier drüben kommen die ganzen Wohnwagen. Aber es geht, habe ich festgestellt. Man muss halt Kompromisse machen. Wildcampen wäre mir persönlich lieber. Da hinten sitzt meine Frau schon dort und kocht den ersten Kaffee oder Tee. Und der Vorteil hier ist, man hat halt Duschen. Meine Frau hat eine vernünftige Toilette. Eine saubere Küche ist auch da. Also es lässt sich aushalten. Jetzt auf dem letzten Drücker durch das Zelt über den Härtetest.
erste Mal, dass wir so einen Regen haben, Sturm, Gewitter, also Unwetter vom Feinsten. Das Vordach musste ich schon ein paar Mal nachspannen. Mal sehen, wie sind oben alle fällt. Also im Moment ist nicht schön gerade. Die Wendung da reingeht. Ein bisschen kommt der Regen wieder drunter, weil er ja nicht von oben kommt, sondern er kommt ja mehr oder weniger seitwärts bei den Wind. Zwischen den einzelnen Gewitterschüben sind wir noch mal ein klein bisschen spazieren gegangen. Jetzt haben wir hier noch einen alten Bunker entdeckt. Aber man kommt absolut nicht rein. Der einzige Eingang wäre hier oben und der ist zugemauert oder mit Beton zugemacht. Schade. Und so sieht es drumherum aus. Kein Reinkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist jetzt nur ein Handyvideo, meine GoPro ist eben ausgegangen und ich möchte jetzt nicht extra neuen Akku holen. Wir haben eine recht unbequeme, laute Nacht hinter uns, aber nicht vom Campingplatz her, sondern der Sturm, der hat unheimlich zugelegt. Ich habe gegen 23.30 Uhr ungefähr das Vorzelt abgebaut, weil ich dachte, das zerlegt uns total. Und dann hatte ich ehrlich gesagt leichte Sorgen, habe ich nur mein Frauchen nicht gesagt, wie viel Sturm hält das Ganze aus, bis das Auto umkippt. Weil so ein hochgebauter Wagen kann auch umkippen. Also es war schon heftig. Aber war nicht so, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt das Zelt zumachen und ins Auto setzen, haben wir gerade mal noch geschafft. Die Wanderungen und so waren alle nicht ganz so spektakulär, aber ich fand den Urlaub trotzdem einfach wunderbar, weil die Landschaft ist super. Was sagst du dazu, mein Schatz? Die Landschaft war super, die Wanderwege, naja, meinen entsprechend haben sie nicht das so. Das war es, weil wir ein paar Mal abgebrochen haben, ja. Aber im Großen und Ganzen war alles sehr, sehr schön. Bisschen Wetter, bisschen Regen, ja, aber sonst mit diesen Abstrichen war der Urlaub sehr, sehr schön. Jo, und die Natur ist ja auch so ja dann schön, wenn man mit dem Auto durchfährt oder aus dem Fenster vom Zelt oder Ferienhaus guckt. Und wir haben ja auch Wanderungen gemacht, nur in kurze, kleine Blaubeersammlung und so. Also war schon alles super. Und außerdem bin ich ja in 4 oder 5 Wochen, oder wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, bin ich schon wieder in Schweden und mache mein Survival-Video. Also eine Woche lang nur mit dem Inhalt dieser Tasse auskommen hier. Und wenn euch das interessiert, vergesst das Abo nicht. Dann bis zum nächsten Mal und tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.